Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es gab mal wieder so einen kleinen Zwischenfall in Form eines Patches. Deswegen musste ich jetzt erstmal wieder, bevor ich hier angefangen habe, ein bisschen Wiederaufbauarbeit leisten. Das Problem ist halt, dass dann immer diese ganzen dekorativen Objekte, die die Mods mitliefern, verloren gehen. Und abgesehen davon eben auch die Pendlerkais in der neuen Welt. So, aber das ist alles nicht weiter dramatisch. Den ganzen Dekokram, ihr seht ja selbst, da fehlt jetzt einfach ein bisschen was und ich werde einfach in Zukunft dazu übergehen, nur noch die Vanilla-Sachen zu benutzen. Dann ist das alles überschaubar und die Pendlerkais, die sind ja in 2 Minuten wieder aufgebaut. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht mache ich auch irgendwas falsch und das lässt sich vermeiden. Wie dem auch sei, also ich denke, wir haben ein bisschen was zu tun. Gerade ist schon wieder irgendwas in die Luft geflogen. Und das ist auch immer das Gleiche, was in die Luft fliegt. Gerade eben habe ich sowieso hier direkt schon mal ein paar Baumaterialien hingeschickt. Unabhängig von dieser Explosion. Deswegen können wir das direkt mal schnell wieder aufbauen hier. Und dann werden wir uns noch schnell um die Piraten kümmern. Die hat sich nämlich auch gerade eben wieder angesiedelt. Und das werden wir direkt wieder im Keim erstecken, unterbinden. Dann spare ich mir nämlich den Ärger mit der Ollen. So, wo war der Angriff? Hier drüben irgendwo. Okay. Flotte. Hier ist ein Teil der Flotte sowieso schon praktischerweise. Dann schicken wir die alle mal hier hin. Wie viel Zeit haben wir noch, um die Piraten hier wieder rauszuschmeißen? Aufgabenbuch 13 Minuten. Okay. Ihre Geister werden dir so, der Rest der Flotte befindet sich hier. Die dürfen sich jetzt mal einfach vereinigen da unten. Und dann schmeißen wir die werte Dame mal wieder raus aus der Inselwelt. Zeigen ihr, wo der Bartel den Most holt. Und dann können wir uns wieder vernünftigen, also irgendwelchen produktiven Dingen widmen. Was ich auch nochmal ganz gerne machen würde, nochmal wieder in der Arktis vorbeischauen. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine Mission am Laufen. Ohne Zeitlimit, eine von diesen Suchaktionsmissionen. Und angeblich soll sich dort ja auch noch irgendwie so ein kleines Easter Egg irgendwo befinden. Das könnten wir dann direkt kombinieren. Das heißt, während die Flotte sich hier zusammenrottet, gehen wir direkt nochmal hier hin und schauen mal genau. Und zwar, hier ist ja nochmal hier so eine verlorene Frachtmission. Dann werden wir uns darum gleich kümmern. Wo ist denn das Luftschiff? Eins habe ich ja hier hingeschickt. Das ist der Kollege hier. Nee, das ist der gar nicht. Moment mal. Habe ich noch ein Luftschiff übrig? Und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ach so, okay, okay. Dann können wir den hier ja wieder wegschicken. Dann soll der sich da drüben irgendwo, also in der alten Welt, nützlich machen. Und mit dem hier werden wir, mit dem Kollegen hier werden wir einfach ein bisschen auf die Suche gehen. Schauen wir mal. Also wir. Okay, das ist eh schon. Ach, das ist hier drüben direkt. Okay. Direkt auf meiner Insel. Dann sammeln wir den Kram mal ein. Das ist sowieso nur eins. Also eine Fracht, die wir hier. Eine verlorene Fracht, die wir aufsammeln müssen. Dann machen wir das und dann werden wir einfach noch mal ein bisschen auf Erkundung gehen. Dass der Alternate hier ist. Sein Kichern ist ansteckend. Und das war's schon. Mehr muss ich ja nicht tun. Okay. Manövriere! Erschreckend einfach. Bereit! So, einmal abladen. Dann schicken wir den mal hier so am Rand hin und werden hier einfach nochmal diesen ganzen Bereich abklappern. Habe ich eigentlich sonst irgendwas in der Arktis, was noch nicht aufgedeckt ist? Also auch nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Hier unten ist noch so ein kleiner Bereich. Hier drüben, aber da wird sich auch nichts Weltbewegendes mehr befinden. Na gut, also wir eliminieren mal die Piratin. So wie sich das gehört. Aha, okay. Der kann es gar nicht abwarten. Der Rest Schiff zieht nach. Ja, werden wir hier mal alles kurz und klein schießen. Kampfdeck bereit machen. Wo eins los. Also die Torpedos sind schon geil, muss man sagen. Der hat jetzt sowieso nur noch ein Torpedo, das werden wir uns auch direkt verheizen. Ich habe auch noch mal ein paar nachgekauft. Kessel unter Damm. Dann lassen wir die mal alle vorrücken hier, die Kollegen. Sammeln bei der Gelegenheit vielleicht auch noch ein bisschen was von dem Treibgut ein. Ab und zu sind ja ein paar brauchbare Sachen dabei. Eher selten, aber manchmal. Und dann nehmen wir die hier schon mal in die Zange. So, Torpedo. Wo haben wir denn Kanonen? Okay, Torpedos gegen Kanonen, das funktioniert nicht. Den Leuchtturm. Echt, den Leuchtturm kann man attackieren? Ja, okay, das Torpedo ist hier eingeschlagen. Schauen wir mal. Aber das können wir gleich mal noch ausprobieren, ob wir den Leuchtturm kaputt schießen können. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. So, wir arbeiten natürlich auch ein bisschen mit den Spitzen. Neue Befehle?
bisschen Artilleriebeschuss. Also es ist halt schon ein bisschen, ganz klein wenig mit Kanonen ausspatzen. So, die ziehen sich mal zurück. Die rücken vor. Hass ist ein Fass ohne Boden, das ich ohne Unterlass fülle. Ach, das war schon? Kann das sein? Nee. Also sie feuert auf jeden Fall. Dann versuchen wir hier nochmal ein Torpedo. Sollte mein Geld nicht in ihre Insel stecken. Ja, ich glaube, der Aal ging daneben. Aber sie gehört ja bald schon. Der hat noch Torpedos. Der ist in einer guten Schussposition. So, einmal Torpedo. Okay, also hier schlägt das schon ein, aber der Turm nimmt natürlich keinen Schaden. Also kann man nicht zerstören. Na gut. Bringen wir es mal zu Ende. Ganz schön Gedränge hier drin, ne? Ja, sieht alles schon nicht mehr so gut aus hier. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, der Widerstand bröckelt. Das sehe ich genauso. Ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen schade, dass man dieses Piratennest nicht übernehmen kann. Es wäre schon fantastisch hier zum Urlaub machen, muss ich sagen. Generell, ich bin immer so ein bisschen neidisch auf die Behausungen der anderen. Also jetzt nicht unbedingt von der KI-Konkurrenz. Aber diese kleinen Inselchen, die es da so gibt, von den Händlern und so weiter, das ist halt schon echt alles schön gemacht hier, ne? Das sieht auch aus wie so eine Art Wasserkraftwerk oder eine Mühle wahrscheinlich hier mit dem Wasserfall. Schon alles schön gebaut hier. Mit den Festungsanlagen. Bin da großer Freund von. Urlaub machen, gutes Stichwort. Ich glaube, wenn diese Folge erscheint, dann bin ich aktuell im Urlaub. Also könnte sein, dass Anno mal so ein bisschen brach liegen wird. Oder zumindest weniger Folgen kommen. Zumindest über den Zeitraum von 2 Wochen oder so. Ich bin mindestens 1,5 Wochen weg. Schauen wir mal. Aber das nur nebenbei. Ja, na gut. Schick mal die Beschädigten. Pötte mal nach Hause. Schlachtkreuzer auf dem Weg. So, habe ich die Insel jetzt eigentlich eingenommen? Also ist das hier alles? Ich glaube schon, oder? Geschütze sind alle platt. Wir können ja mal noch ein paar Schiffe da lassen, einfach zur Bewachung. Ja, früher oder später wird sie wieder aufkreuzen. Aber so auf die Art und Weise, wenn man die ab und zu einfach mal hier platt macht, dann nervt sie einen halt einfach nicht. Und sie ist ja auch nicht mehr als das. Sie ist halt wirklich eine Nervensäge. Keine ernsthafte Bedrohung. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass die mir wirklich mein Schiff versenkt hat. Und sie kann ja sowieso die meisten Schiffe gar nicht angreifen. Auf die Öltanker kann sie halt gehen und wenn sie sich mit meinen Kriegsschiffen anlegt, ja meine Güte, dann ist sie halt auch einfach selber schuld, dann ist ihr nicht zu helfen. Sieh mal an, was haben wir da eingesammelt? Ja, ist halt auch nichts Besonderes. Aber ganz, ganz selten, ab und zu sind hier schon ganz nette Items dabei. Also bei dem Treibgut, wenn man Piratenschiffe versenkt. Na schön. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Er kauft sich mal wieder ein hier, der Kollege. Wir kaufen das zurück. Altes Spiel wie gehabt. Können wir das alles löschen und dann schauen wir uns mal die Arktis nochmal ein bisschen genauer an. Also irgendwo muss ich ja noch ein Easter Egg befinden. Wo bin ich? Hier drüben. Da habe ich das Schiffchen. Erwarte neuen Kurs. Fliegen. Es ist halt ein bisschen schade, ist tatsächlich, dass man das nicht einfach aufdecken kann, diesen ganzen Bereich, dauerhaft. Man fliegt hier ja praktisch nur auf Sicht. So, hier irgendwo hier oben ist die oberste Kante. Dann drücken wir F1 für die Postkartenansicht und können uns hier direkt an das Schiffchen dranhängen. Und schauen uns nochmal ein bisschen um. In der dicken Suppe hier. Ah, da wäre auch was. Sollen wir die Sachen vielleicht bei der Gelegenheit direkt einsammeln? Steuere. Kann man das überhaupt einsammeln? Ah, das geht. Okay. Ist halt auch noch Schrott wahrscheinlich. Die Waffenruhe wurde beendet. Überwiegend. Bitter, bitter kalt ist es hier. Ich meine, einige Sachen deckt man ja sowieso schon oder entdeckt man ja sowieso bei der Mission, die man bekommt ganz am Anfang von der Arktis.
wenn man diesen Heini da retten muss. Aber irgendwas, wie gesagt, muss es hier noch geben. Wurde mir mehrfach in den Kommentaren gesagt. Also wird es wohl so sein. So, jetzt sind wir hier ganz am Rand angekommen. Kurs gesetzt. Weiter geht's wahrscheinlich auch nicht, oder? Na, wobei, lass mal sehen. Das ist ja in Crown Falls. Ah, schau mal, hier ist nämlich schon noch was außerhalb der Karte sozusagen, oder? Eine bedeutende Entdeckung. Ein früher Hominide. Wir müssen den kleinen Kerl bergen und untersuchen. Was ist jetzt los? Potzblitz, ein früher Hominide. Okay. Also wir sind hier schon leicht außerhalb der Karte. Steuere! Und wo ist dieser Hominide? Ach, holen Sie! Hier, da steht's ja. Ötzi, der Mann aus dem Eis. 30 Minuten Zeit. Okay, cool. Dann haben wir ja tatsächlich hier noch was gefunden. Ist eingezeichnet. Kann man sich das anzeigen lassen? Wo ist das denn? Hier drüben irgendwo. Interessant. Na, schauen wir mal. Ach, da unten, oder? Seht ihr in der Felsspalte? Kann das sein? Da liegt aber auch noch ein bisschen was rum, aber ich glaube... Ah, ja, ja, doch, doch, da unten. Seht ihr? Ötzi, ich glaub's ja nicht. Ist ja total cool. Kann man da ein bisschen näher dran? Man erkennt's kaum, aber den können wir auf jeden Fall bergen. So, jetzt haben wir hier den Ötzi. Prähistorische Eismumie. Aufgaben-Item. Und die müssen wir dann einfach abliefern. Beim Luftschiffkontor. Ach, irgendwo. Bei uns zu Hause praktisch. Von mir aus freigegeben. Okay, was sagt die Zeitung? Palma Suato ist erheblich attraktiver geworden. Renovierung erhöht Attraktivität. Ich habe da nichts gemacht. Um ehrlich zu sein. Nur die Pendlerkais wieder aufgebaut. Erfolgreiche Belagerung. Das ist die Geschichte mit der Piratenkatastrophale Explosion. Ja, meine Güte, müssen Sie mit Leben veröffentlichen. So. Kurs gesetzt. Interessant, interessant. Dann haben wir jetzt hier diese Eismumie geborgen. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Also zumindest fliegen wir hier nochmal Richtung Kartenrand. Ja, da liegt auch noch was rum. Sammeln möglichst alles ein, was sich hier so auf dem Weg befindet. Vielleicht gibt es ja noch mehr zu entdecken. Kurs gesetzt. Ja, das hat sich ja gelohnt. Einmal Schrott. Also ich habe schon den Eindruck, dass es... Es geht hier schon noch ein Stückchen auf Kurs. Weiter raus aus der Karte, oder? Ja gut, na, nicht wirklich, aber so ein bisschen schon. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Flugroute ist eingezeichnet. Schauen wir mal, finden wir hier noch mehr? Aber wenn ihr euch das hier anschaut auf der Minimap, also so ein ganz kleines Stückchen über den Rand hinaus, kommt man hier glaube ich schon. Aber das scheint es auch gewesen zu sein soweit. Ich glaube nicht, dass es noch mehr gibt. Fliegen wir da nochmal runter zu diesem Kap, also hier vorne zu dem Zipfel. Also was hinsichtlich Erkundung ja wirklich cool war, das war halt dieser Burkhardt's Trail. Da habe ich nicht schlecht gestaunt, der war schon cool. Schade, dass man denn dann nicht mit dem Traktor entlang brettern kann. Also ich habe es ja schon mal ausprobiert. So, da ist auch noch mal ein bisschen was. Geschenke. Das wäre noch mal ein schöner Tagesausflug gewesen. Flugroute ist eingezeichnet. Mit dem Trecker auf dem Trail. Waren wir hier nicht schon mal irgendwann im Zuge dieser Anfangsmission, glaube ich? Da sind wir doch auch in so eine Art Fjord reingefahren. Auf Kurs. Ja, wobei hier werden wir wahrscheinlich nicht gewesen sein. Sieht aber auch irgendwie so aus, als könnte es hier noch was geben. Manövriere. Na, ja, vielleicht auch nicht. Kurs gesetzt. Da ist noch irgendwas.
Ach, das war, glaube ich, okay, das war ja die... Diese Expedition, die hier... Die wir irgendwann mal suchen sollten. Wo eigentlich alle bis auf den Anführer eingegangen sind. Auf Kurs! Hm, da ist auch noch einer. Ein übrig gebliebener auf der Strecke geblieben. Na schön, dann bringen wir den Kram mal zurück und schauen mal, was das so für eine Belohnung gibt. Dramatische Szenen. Na schön. Also, wir liefern das mal ab. Ach nee, Moment mal, das ist ja... Oder ist das... Ist das eine meiner Inseln? Ziehen Sie es nicht in die Länge. Ach so, okay. Die habe ich einfach... Stimmt, das war ja eine von... Von wem denn eigentlich nochmal? von der Beryl O'Mara, genau. Und die habe ich dann irgendwann einfach übernommen und halt behalten, obwohl ich keine Verwendung dafür habe. Aber ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen, deswegen. Gut, dann liefern wir den Kram hier mal ab. Und schauen mal, was uns hier als Belohnung geboten wird. So. Das lindert sicherlich ein wenig den Druck. Ah, okay, jetzt habe ich... Oh gut, ja... Ja, hätte ich mir auch ein bisschen was anderes erwartet, aber ehrlich gesagt, also ein Item plus 50 Ursprung der Menschheit, Neandertaler Skelett, legendär fürs Museum, ist nicht so schlecht. Also hätte schlimmer sein können. So, das können wir löschen. Dann was machen wir denn jetzt hier? Also erkundet, ich schätze mal, mehr wird es nicht geben, oder? Hier an Easter Eggs kann ich mir jetzt nicht vorstellen, das wird es wohl gewesen sein. Schick mal den wieder zurück. Bringen wir das mal ans Kap. Vielleicht können wir das noch irgendwo im Museum gut gebrauchen. Okay. Was wollte ich denn eigentlich noch? Piraten ist platt. Irgendwas war doch gerade noch, oder? Weiß es nicht mehr. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, okay. Ja gut, was ich auch noch ganz gerne machen würde, natürlich... Zumindest von den bedeutenden Städten die Attraktivität nochmal steigern. Also in der neuen Welt haben wir ja schon so ein bisschen damit begonnen. Wo ist denn die jetzt? Ah, hier drüben. Damit einfach bessere Items reinkommen, weil das ist natürlich Schrott hier. So eine grüne Bootsfrau. Würde ich eigentlich sagen, nein, danke, aber wir lassen sie trotzdem mal rein. Was können wir denn hier für Maßnahmen ergreifen auf die Schnelle? Okay, wir könnten natürlich das hier wieder ein bisschen hochziehen. Museum. Etc. Weil das habe ich ja mal irgendwann zurückgebaut, damit ich halt in Crown Falls das Museum ordentlich ausbauen kann. Weil das war ja noch zu Zeiten, wo halt Einflusspunkte wirklich Mangelware waren. Wir könnten natürlich im Museum und generell die kulturellen Geschichten wieder ein bisschen hochfahren hier. Weil der Zoo ist eigentlich schon relativ groß. Aber da sind natürlich auch relativ schrottige Items teilweise drin. Das könnten wir nochmal angehen. Schauen wir doch mal. Haben wir hier noch irgendwas einlagern vielleicht sogar, was wir hier... Nee, das ist auch alles Mist. Da müssen wir noch mal shoppen gehen. Wie machen wir es denn am blödsten? Luftschiff. Der gammelt hier eh noch rum. Der kann auf jeden Fall mal auf Item-Einkaufstour gehen. Da waren wir ja, glaube ich, hier unten immer ganz gut beraten. Steuere. Oder? Das hast du dir mehr als verdient. Oh, vielen Dank, Bente Jorgensen. Ich hasse dich. Ja, wobei... Na gut, fürs Museum... Muss man halt vielleicht ein bisschen öfter klicken. Oder hatte er nicht auch für den Zoo recht hochwertige Sachen? Also, wenn dann natürlich sowieso nur ab episch aufwärts. Ah, oh, da war schon eins. Da war schon ein Walross, glaube ich. Was ist das denn? Imperiale Galionsfigur habe ich auch noch nicht gesehen. Fürs Museum. Ach, von der Trelawney-Schlacht. Okay, ich kann mich erinnern, tatsächlich, ja. Wo ist denn jetzt das Luftschiff hin? Höhe stabil. Dann, ja, ist eigentlich egal. Dann fliegen wir erstmal hier hin. Oh, der ist ja auf einer Route. Das ist der falsche. Moment. Wo ist das Luftschiff? Ringelblume, der ist ja eh schon vor Ort. Okay, dann gehen wir hier mal ein bisschen einkaufen. Also, Items, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir nehmen mal einen epischen Bären mit, einen Brillenbär.
Sonst noch einen gewöhnlichen Haushund im Zoo. Ein Dackel oder sowas. Also Leute, ganz ehrlich. Fürs Museum. Ja, nehmen wir auch gerade mal was mit bei der Gelegenheit, auf jeden Fall. Kann nicht schaden. So, das kaufen wir mal und dann haben wir eh bloß noch zwei frei. Für den Zoo hätte ich gerne noch was. Alles nicht wirklich zufriedenstellend. Ja, gut. Okay, plus 40. Wir nehmen nochmal einen Delfin mit. Aber einen legendären hätte ich ganz gerne noch. Egal ob Zoo oder Museum. Da wird doch jetzt irgendwas noch dabei sein. Ja, die hatte schon mal bessere Ware hier, muss ich schon sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Qualität der Items, die man hier kaufen kann, möglicherweise steigt, wenn man mit ihr mehr Handel treibt. Okay, das ist gut. Ein Valkyrenhelm, den packen wir auch noch ein. Und schmeißen das mal hier in unsere kulturellen Gebäude hinein, auf das unsere Attraktivität steigen möge. Ja, da fehlt eh nicht mehr so viel bis zur nächsten Stufe. Die wievielte Stufe ist das denn eigentlich? Sieht man das hier irgendwo? Nee, das ist einfach nur... Ja gut, Umweltverschmutzung ist natürlich ein Faktor, aber den müssen wir einfach irgendwie übertünchen, weil... Also ich glaube, das wäre hier alles nicht mehr auslagern in diesem Leben. Oder in diesem Spiel. Unort, was war das denn eigentlich nochmal? Ach so, stimmt. Metzgereien, Vasenmeistereien, Schweinezuchten sind Unorte. Und Umweltverschmutzung, das ist halt die ganze Schwerindustrie. Ja, damit müssen sie jetzt leben. Ich meine, das kann man ja schon. Also man muss halt einfach nur ordentlich Zeug in die ganzen Kultursachen reinballern und dann wird sich das irgendwann egalisieren. Ich überlege gerade, wir könnten natürlich drüber nachdenken, hier auch noch einen botanischen Garten zu bauen. Das müsste doch eigentlich theoretisch auch gehen, oder? Stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber der müsste doch hier irgendwo mit einsortiert sein. Oder kann man davon nur einen setzen? Weil das war ja auch ein DLC. Kann natürlich sein, dass man nur einen bauen kann, ne? Schauen wir bei den Ingenieuren nach. Pfadornamente. Ja, die bringen... Was bringen die eigentlich? Steht das hier dabei? Aber das ist auch einfach nur so ein stinknormales Ornament, das die Sache in geringem Maße steigert. Okay, das geht schon, oder? Wir können auf jeden Fall noch einen botanischen Garten bauen. Ich meine, hier wäre halt noch Platz, ne? Brauche ich eigentlich diesen Marktplatz hier, frage ich mich gerade. Ich habe nichts. Ja, wahrscheinlich schon für diese Gebäude, aber den können wir sicherlich versetzen, oder? Ja, das überlege ich mir vielleicht einfach noch bis zur nächsten Folge. Aber ich würde schon ganz gerne, einfach nur damit wir bessere Items hier noch bekommen, hier ein bisschen mit der Attraktivität hochfahren. So, wir laden das mal aus. Und schicken den auch direkt wieder los. Dann kann der für die nächste Folge schon mal einkaufen gehen. Schauen wir mal, was kann man denn hier ersetzen? Haben wir da wirklich auch richtig derben Schrott dabei? Also unter Blau, glaube ich, haben wir hoffentlich nichts. Okay, Grün ist noch schlechter, oder? Blau ist 30, Grün ist 20. Ah, da ist schon ganz schön der Mist dabei, muss ich sagen. Gut, das ersetzen wir mal. Der Braunbär wird ersetzt durch den Brillenbär, der natürlich deutlich attraktiver ist. Dann können wir hier noch diese beiden Ausstellungsflächen füllen mit dem heißen Scheiß hier. Und schon haben wir wieder eine Stufe dazu gewonnen. Ausgezeichnet. Oh, das geht jetzt aber ordentlich los. Pittoreske Metropole. Moment mal, ist das nicht schon die oberste Stufe? Nee, nee, das geht schon noch weiter. Geht noch weiter. Ich glaube, extravagant ist die höchste Stufe, ne? Gehen wir das hier vielleicht nochmal durch. Da ist halt, da schlummert das schon auch noch ein bisschen Mist. Ah, es ist nicht befriedigend. Das kommt mal hier raus. Wird durch das hier ersetzt. Also da können wir auf jeden Fall noch ordentlich dran drehen hier. An der Attraktivitätsschraube. Gut, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.